Trium zusammen. Here we go! Und was ist schon dabei? Absoluter Gänsehautmoment im Megapark. Was da los war, das klären wir jetzt. Das 17. Bundesland. Wir haben den Ballermann 6 ins Leben gerufen. Der Mallorca-Podcast mit Ingo Wohlfeil und Antonia Heyer. Hi Ingo. Hallo Toni. Seit einer Woche ist es raus. Wir müssen jetzt sofort über den Elefanten im Raum sprechen. Der König von Mallorca dankt ab. Jürgen Drews hört auf, ja. Er zieht sich zurück. Wie geht's dir damit und wie waren vor allem die Reaktionen auf der Insel? Also ich kenne Jürgen seit 2008. Da sind wir 18 Stunden lang gemeinsam durch Mallorca gefahren und ich habe ihn komplett begleitet, nur in seiner Schlafenszeit nicht. Da sind wir Freunde geworden, aber ich sehe in ihm tatsächlich so eine Art väterlichen Freund, der immer ein offenes Ohr hier hatte, was eigentlich sehr schön ist. Und insofern werde ich ihn natürlich stark vermissen. Aber ich habe das schon kommen sehen und letztendlich wurde dann im März, April klar, er wird nicht zum Opening im Megapark erscheinen, was ja im Mai war, und auch, dass er keine weiteren Auftritte hier auf Mallorca durchziehen will. Das klang im letzten Jahr noch ganz anders bei ihm, aber ich glaube, es ist nicht nur seine Krankheit, sondern er hat sich auch daran gewöhnt, dass das Leben ohne Stress ganz schön sein kann. Aber wenn du so willst, habe ich mich schon vorher von ihm verabschiedet, nämlich im März, April. Da haben wir auch noch ein letztes Mal telefoniert und natürlich macht mich das irgendwie traurig. Der Mann ist hier eine Institution. Den konnte man immer eine halbe Stunde vor seinem Auftritt anrufen und sagen, hey Jürgen, hast du doch kurz danach Zeit für ein Interview oder kann ich dein Konzert live streamen? Und er sagte immer, klar, komm vorbei, freue mich, wenn du da bist. Und er wird hier schon definitiv vermisst werden. Ich meine, er ist hier seit 1976 aufgetreten. Eine echte Institution geht da von Bord. Hast du auch irgendwie von anderen mitbekommen, wie die diese Schocknachricht aufgefasst haben? Ja, eigentlich ist jeder hier wirklich traurig, denn Jürgen Drews hatte im Gegensatz zu vielen anderen Ballermann-Stars hier überhaupt gar keine Feinde. Also der Mann war ja unangefochten hier die Nummer 1 und der König von Mallorca und dem Titel hat ihm auch eigentlich niemand streitig gemacht und so haben unisono ganz, ganz viele Ballermann-Sänger und Sängerinnen quasi kondoliert. Ja, das war ja fast so, als sei jemand gestorben. Die Presse überschlug sich ja und so dann auch eben die Ballermann-Stars, die das alle mit Trauer, aber mit Respekt aufgenommen haben. Ich denke auch, es ist der richtige Zeitpunkt aufzuhören, denn wenn du so die Leute hörst, die mit Jürgen in den letzten Monaten zusammengearbeitet haben, inklusive Künstlern, die sagten dann auch schon, Mann, das macht alles keinen so besonders guten Eindruck mehr. Also er schade sich eher, wenn er weiter auftritt. Aber ein paar Auftritte oder einen wird er ja noch hinlegen und dann ist dann wirklich Schluss und dann ist Jürgen Drews Rentner. Das, was er nie sein wollte. Er wollte ja immer tot von der Bühne fallen, sagte er. Mittlerweile haben sich da die Prioritäten verschoben. Mittlerweile möchte er in den Armen von Ramona sanft einschlafen und das sei ihm dann auch in circa 25 Jahren herzlich gegönnt. Du meintest ja, Krankheit spielt da auf jeden Fall auch mit rein, aber ich meine, in den letzten Jahren ist es ja auch schon so schrittweise ein bisschen weniger geworden. Welche Rolle hat Jürgen Drews in den letzten Jahren am Ballermann überhaupt noch gespielt? Naja, er war so ein bisschen der Grand Seigneur, der sich da aus allen Streitigkeiten, die unter ihm, die in seinem Volk so stattfinden, er hat sich immer aus allem rausgehalten. Jürgen selber hat zu mir auch mal gesagt, er hat eigentlich keine Freunde und besonders nicht in dem Business, weil sich da jeder doch eher so der Nächste ist. Jürgen ist hier aufgetreten und ist dann auch immer wieder direkt nach Hause gefahren oder sogar weggeflogen. Also am
Ende gab es da schon eine gewisse Distanz, die aber tatsächlich dann in seiner Leistungsfähigkeit begründet waren. Es gab hier auch ganz lange in Santa Ponsa das Bistro König von Mallorca, wo er der Namenstitel oder der Namensgeber war. Das hat auch 2019 zugemacht. Krankheitsbedingt, weil der Besitzer dort oder der Pächter nicht mehr konnte. Maurice Gritzmacher hieß der. Und da starb schon so ein kleiner Teil von Jürgen Drews hier. Aber das war eigentlich auch eine Institution, das Opening im König von Mallorca Bistro am großen Kreisel in Santa Ponsa. Das war da immer ein Urlauberauflauf. Und ich weiß noch, also im Prinzip jedes Jahr das gleiche Spielchen. Jürgen kam da in seinem gelben Peugeot-Auto angefahren und eigentlich sollte er auf die Bühne, aber da standen so viele Touristen im Weg, die Fotos machen wollten oder solche Sachen sagten wie: Jürgen, kennst du mich noch? Du bist doch 1982 in Wanne-Eickel aufgetreten. Und Jürgen hat darüber immer gestrahlt und hat sich wirklich, also wir standen da auf der Bühne, eigentlich musste es losgehen und Jürgen ließ sich Zeit. Also vom Auto bis auf die Bühne hat es 30 bis 40 Minuten gedauert, weil er wirklich sich für jeden Fan und jeden Schaulustigen da Zeit genommen hat. Und das war wirklich schön. Und so war Jürgen natürlich auch für viele Künstler hier ein Vorbild, was Fanarbeit angeht. Ja, also diese Aufmerksamkeit, die er jedem Fan gewidmet hat, sucht tatsächlich so seinesgleichen. Und naja, aber zurückkommend auf deine Frage, in den letzten Jahren, die Auftritte wurden weniger. Er hatte auch keine Lust mehr, so spät in der Nacht aufzutreten. Deswegen war es in der Regel 22 Uhr oder 20 Uhr. Man merkte schon, er ist dann nicht mehr so textsicher, aber die Leute haben ihn trotzdem gefeiert. Jürgen ist einfach eine lebende Legende, eine, die er nie sein wollte. Eigentlich wollte er ja mal ein seriöser Musiker werden. Hat nicht geklappt. Er hat nicht so ganz geklappt, aber ist okay. Als J.D. Drews ist er ja damals in den USA aufgetreten. J.D. Drews, ja. Also Drews, englische Aussprache für Drews, hat nicht ganz hingehauen. Und dann fiel ihm das Bett im Kornfeld vor die Füße, was er damals auch nicht singen wollte. Er wollte ja auch nie Deutsch singen, aber das wird er uns später alles nochmal genauer erklären im History-Teil im Interview der Woche, den wir ja beide heute mal so ein bisschen zusammengefasst haben. Ja, genau. Wir verneigen uns vor Jürgen und deswegen, wie gesagt, wird das heute alles ein bisschen gemixt. Da hört ihr auch, warum der Titel König von Mallorca eigentlich sehr untypisch ist. Erzählt er euch aber dann später selbst. Ich fand es so entsetzlich. Dann hat man mich danach dann durch dieses alte Arenal dann zurückgefahren zum Flughafen. Ich bin wieder nach Ibiza geflogen. Ich habe gesagt, never again. Ingo, soll ich dir mal kurz beichten? Ja. Ich habe mich in eine malle WhatsApp-Gruppe eingeschleust, um einfach auch selbst mal so ein bisschen Mäuschen zu spielen. Aber es ging da so heftig ab. Also es war eine Gruppe, so circa 120 Leute, teilweise in Deutschland, teilweise auf der Insel, manche auch dauerhaft auf der Insel. Und da wurde dann in Echtzeit den ganzen Tag im Minutentakt durchgegeben, wer sich wo daneben benimmt, wie laut die Musik im Bierkönig ist, mittags schon, oder einfach, was es für Aufreger aktuell gibt. Und ich muss sagen, ich bin nach 2 Tagen ausgetreten, weil mir das war mir so zu viel. Deswegen jetzt mal ein Danke an dich, dass du vor Ort bist und für uns die Lage checkst. Das ist schon hart, ne? Also ja. Der Ballermann-Fan an sich ist ein Wesen, was nicht vergibt und auch wirklich eiskalt urteilt. Und deswegen wird das Ballermann-Publikum ja nicht zu Unrecht das härteste Publikum der Welt genannt. Und das sind auch Menschen, die sich in ihrer Freizeit wahnsinnig mit dem beschäftigen, was so am Ballermann passiert, und dabei sind sie teilweise wirklich gnadenlos. Aber du kannst mir ja mal den Namen der WhatsApp-Gruppe mitteilen, dann mische ich da mal ein bisschen mit und auf. Einladungslink folgt dann noch. Aber jetzt hau doch mal raus. Also was geht auf der Insel gerade ab und was hast du so die letzten Tage beobachtet? Also es wird gerade am Ballermann gewettet, wie lange die Stürmer-Arena noch auf hat, also die ja jetzt Münchner Kindl-Arena heißt. Also da hauen alle Künstler ab. Zuerst ist ja der Namensgeber gegangen aufgrund von Zwistigkeiten mit der Besitzerin und Pächterin des Ganzen. Und dem folgen jetzt scheinbar auch andere Künstler nach, die da keine große Perspektive mehr sehen in der Arena. So ist Ina Colada schon übergewechselt ins Oberbayern und das wird jetzt
jetzt auch noch ein anderer Künstler tun. DJs sind dort auch gegangen, das Personal wechselt da munter durch. Also in den Laden kriegst du keine Ruhe ein. Die Prognose am Ballermann, schon nächste Woche könnte es zu Ende sein. Also es gibt hier aber Läden, die schneller öffnen und schneller wieder dicht machen. Also das ist jetzt kein Blitzrekord im Öffnen und Schließen. Den führt nach wie vor Iris Klein hier mit ihrem Kaffee, wie hieß das nochmal, Weekend. Das machte sie an einem Tag auf und zwei Tage später wieder dicht. Also das ist bisher der Rekord. Also es geht um die Zukunft der Stürmer-Arena in vielen Dingen. Und man hat ja so bei den Promi-Dinners gesehen, die Ballermann-Künstler an sich sind sich ja auch alle nicht sehr grün. Ich denke, da geht es in deiner WhatsApp-Gruppe auch ganz gut zur Sache, was so die Auseinandersetzung Easy Glück, Lorenz Büffel angeht. Die waren ja alle mal unter dem Dach einer Plattenfirma, will ich mal sagen. Und zwei davon sind weg, eine ist noch geblieben. Und die beiden, die da gegangen sind, sagten, wir hatten am Ende das Gefühl, das ist eine Sekte und wir wollen mit dieser Sekte nichts mehr zu tun haben. Und Easy ist halt noch Mitglied. Und da gibt's halt immer mal wieder so unterschwelligen Brass. Dann gibt's immer wieder die Battle hier, wer ist eigentlich die Königin von Mallorca? Und da mischt jetzt auch noch Silvia Kaufmann mit. Die hatten wir ja auch schon mal in einem Podcast. Silvia Kaufmann kommt aus der Schweiz und hat den Titel sich sogar gesichert. Mhm. Folge 2 war das. Ja, genau. Und die darf jetzt hier auch wieder singen. Die singt im Oberbayern. Also hat jetzt jeder Laden irgendwie einen König. Eine Königin. Der König ist ja abgetreten im Megapark. Königin dort Easy Glück. Königin im Oberbayern. Silvia Kaufmann und die unangefochtene Königin des Ballermann und von Mallorca, die singt im Bierkönig und das ist Mia Julia. Also wo man hinguckt, irgendwo Kronen, die da rumlaufen. Die gibt es hier übrigens auch bei jedem senegalesischen Straßenhändler in Pink oder Gold für 5 Euro. Du hast ja aber auch schon mal, ich meine, wir telefonieren ja auch ab und zu mal, angedeutet, dass es auch nicht ganz so schöne Entwicklungen aktuell auf Mallorca gibt. Ja, du hast vollkommen recht. Die Situation am Ballermann hat sich zwar wieder beruhigt. Die ganzen rüpeligen Fußballvereine haben die Insel verlassen. Jetzt kommen die internationalen Familienurlauber. Aber im Prinzip gab es schon in diesem Juni einen sehr traurigen Rekord. Nämlich alleine auf Mallorca gab es in diesem Juni 13 Badetote. Das ist schon eine erschreckende Zahl. Ich sage mal, ich habe mir mal die Statistiken der Badeunfälle angeguckt in den letzten Jahren. Auf den gesamten Balearen gab es 2018 40 Ertrunkene, 2019 23. 2021 waren es wiederum 23 und jetzt haben wir schon alleine im Juni nur auf Mallorca 13. Das ist schon eine unglaublich dramatische Entwicklung, muss man eigentlich sagen. Und wenn man sich die Vor allem die Saison guckt, ist ja noch nicht vorbei. Eben, genau. Und man fragt sich auch nach den Gründen. Und die Antwort ist, die Saison ging halt schneller los als je zuvor. Und ich glaube, das war der meistbesuchte Juni auf Mallorca aller Zeiten. Statistiken liegen da noch nicht vor, aber es hat wirklich so den Eindruck gemacht. Und im Sommer ertrinken häufig Leute oder kommen im Wasser uns ums Leben. Aber 13 ist da in der Tat schon eine sehr ungewöhnliche Zahl, die Mallorca vielleicht mal in der absoluten Hochsaison im August erreicht. Und wenn man sich so die Altersstruktur anguckt, dann ist es entweder sehr jung oder alt. Ja, es gibt, also wenn es um Ertrunkene im Pool geht, da sind es da in der Regel Kinder. Zwei davon waren 6 und 7 Jahre alt, die in einen Pool gefallen sind, ohne dass es jemand bemerkt hat oder zu spät bemerkt hat. Und da ist ja schon auffällig das Alter, 6 und 7. Also da ist es schon verwunderlich, dass Eltern ihre Kinder dahingehend vernachlässigen, dass sie sie in einen Badeurlaub schicken und die nicht schwimmen können. Also da soll allen Eltern tatsächlich nochmal geraten sein. Ich habe ja selber eine Tochter, die 21 Monate alt ist und die mit mir eigentlich fast täglich im Swimmingpool ist. Bringt euren Kindern das Schwimmen bei. Das ist wirklich eine lebensnotwendige Sache, vor allen Dingen, wenn man in Poollandschaften Urlaub macht. Ich habe ja noch einen Freund aus Los Angeles gerade hier zu Besuch.
ein Reporter, und der sagte, eine der häufigsten Todesursachen in Kalifornien ist übrigens das Ertrinken von unter Vierjährigen, die häufigste Todesursache. Also bringt euren Kindern bitte das Schwimmen bei, das ist in der Tat lebensrettend. Und dann gibt es auf der anderen Seite die älteren Menschen, in der Regel Männer, die sich so ein bisschen überschätzen, die bei Wellengang ins Wasser gehen, von den Wellen dann untergedrückt werden oder von der Unterströmung nach unten gerissen werden. Es sind auch schon Leute gegen Felsen geschlagen worden, von den Wellen. Andere Leute sind bei Klippensprüngen ums Leben gekommen, also sind statt ins Wasser auf Felsen gesprungen, dann ins Wasser gefallen und dabei ertrunken. Und einen tragischen Fall, den haben wir wahrscheinlich alle noch in Erinnerung aus dem letzten Jahr, die beiden Schwestern, die 23 und 25 Jahre alt waren und die gemeinsam in einer Nacht, das war im September, in der Kalamandia ertrunken sind. Und da war es natürlich in gewisser Weise eine Fahrlässigkeit, bei Dunkelheit ins Wasser gehen, die Strömung nicht kennen, den Wellengang vielleicht ein bisschen unterschätzen. Also wenn man ins Meer gehen sollte und über 50 ist zum Beispiel, dann sollte man auf einen ruhigen Wellengang achten. Wenn man unter 50 ist, sollte man vielleicht mal die Unterströmung checken und immer dabei genau im Hinterkopf seine eigene Leistungsfähigkeit beurteilen. Aber Ingo, gibt es denn an den Stränden oder in Hotels keine Bademeister oder Rettungsschwimmer, so wie bei uns in Deutschland, die eigentlich darauf aufpassen sollten, dass niemandem was passiert? Eigentlich ja, aber ein Bademeister, der an einem Strand sitzt auf seinem Ausguck und der sieht, irgendjemand gerät 50, 100 Meter im Wasser von ihm entfernt in Schwierigkeiten, der braucht ja auch erstmal seine Zeit dorthin, dann muss er ihn an Land schleppen und mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen. Also da ist der Faktor Zeit sehr wichtiger bei diesen Lebensrettungsmaßnahmen und klar, an jedem Pool sitzt hier ein Bademeister und an den Stränden auch, aber auch die Bademeister beklagen hier mangelndes oder zu wenig Personal, zu wenig geschultes Personal und vor allem beklagen sie ihre Bezahlung. Die bekommen nämlich nur 1.000 Euro im Monat und der Bademeister hat ja durchaus eine wichtige Funktion, nämlich die des Lebensretters. Ja, das mag man so nicht erkennen, weil die hängen ja 24, also ich sehe es hier ja am Pool. Ein Bademeister ist ein furchtbar langweiliger Job. Du sitzt da und guckst die ganze Zeit auf den Pool und mal bringt dir ein Kellner ein Wasser oder einen Teller Nudeln und das war's. Das ist also, im Prinzip tust du nicht viel und das ist eine geistig sehr unterfordernde Arbeit, aber du musst aus dieser geistigen Lethargie sofort reagieren und lebensrettende Maßnahmen einleiten, nachdem du eventuell sogar noch 100 Meter schnell geschwommen bist. Also man darf die Leistung der Bademeister gar nicht unterschätzen. Und darauf machen die Bademeister jetzt auch aufmerksam auf ihre Leistung. Sie wollen nämlich in den Streik treten am Samstag. Das betrifft hauptsächlich den Bereich Palma, Playa de Palma. Der Rest der Insel ist nicht betroffen. Ich habe hier mit meinem Bademeister meines Vertrauens in Santa Ponsa am Pool geredet. Nee, sagte er. Also die Leute, die das betrifft, die sollen noch in andere Regionen der Insel gehen, wo die Bademeister noch aktiv sein werden. Wobei ich auch schon aus der Bademeister-Szene gehört habe, da ist noch nicht aller Tage Abend. Es kann auch sein, dass der Streiktag am Samstag abgeblasen wird, denn morgen wird nochmal mit der Stadt über die Erhöhung der Löhne und bessere Arbeitsbedingungen verhandelt. Und wenn es da einen Durchbruch gibt, gibt es auch keinen Streik. Angenommen, am Samstag wird gestreikt, was heißt das dann für mich als Urlauber? Also angenommen, ich fliege jetzt morgen nach Malle, freue mich, das Wochenende über am Strand zu brutzeln und mich ab und zu abzukühlen im Wasser. Ist der Strand dann dicht? Ist das Schwimmen auf eigene Gefahr oder wie muss ich mir das vorstellen? Nein, der Strand ist natürlich nicht dicht. Du kannst den Strand besuchen, nur es ist halt kein Bademeister mehr da, der auf dich aufpasst, wenn du ins Wasser gehst. Da dürfte dann in der Regel die rote Flagge wehen, nämlich dieser Strand ist unbewacht und dann gehst du halt auf eigene Gefahr ins Wasser. Lohnt es sich denn überhaupt, ins Wasser zu gehen? Dank der globalen Erwärmung haben wir hier, glaube ich, die 7. Hitzewelle in diesem Jahr auf Mallorca. Das Meer ist 5 Grad wärmer als normalerweise. Also wir haben hier jetzt die 27, 28 Grad teilweise an Meerestemperatur. Nennt man auch so pisswarm.
pisswarm. Also frisch ist das nicht mehr. Und so richtig, also Erfrischung kriege ich hier im Pool auch nicht, wenn ich nach 12 Uhr reingehe, weil der ist tatsächlich bei 30 Grad und ich habe hier einen großen Pool vor der Tür. Also so richtig erfrischend ist das nicht, so richtig schön ist es im Meer auch nicht, weil die Sonne von oben mit teilweise 35 bis 40 Grad auf dich knallt. Also wenn man irgendwie ins Meer gehen sollte, da würde ich empfehlen, das vor 11 Uhr am Vormittag zu tun oder wenn die Sonne nicht mehr so brennt, so ab 19, 20 Uhr. Also es ist, war hier gestern Abend um 20 Uhr, übrigens noch 29 Grad, heiß, ja. Also aber wenn dann die Sonne noch prall brennt, dann bist du da draußen verloren. Ich sehe das hier an meinem Pool. Ich bin hier in einer sehr schottisch-irisch geprägten Gegend Mallorcas. Und da siehst du tatsächlich jedes Klischee. Die Briten, kalkweiß, gehen an den Pool, schmieren sich ein mit Sonnenschutzfaktor 10, weil sie bleiben ja nicht allzu lange. Und dann sind die nach anderthalb Tagen knallerot. Und werden dafür von den Spaniern ganz massiv verachtet und von den Deutschen übrigens auch, die ein bisschen schlauer sind. Aber die liegen ja auch in der Sonne. Momentan ist es eigentlich so, dass du tagsüber das Haus nicht verlassen solltest und leider auch deine Klimaanlage anschmeißt, weil du wirst hier sofort gebraten in der Sonne. Das ist teilweise unerträglich. Hast du denn Tipps gegen die Hitze, um da irgendwie gut durch den Tag zu kommen? Ja, also traditionell mache ich das so, dass ich eigentlich den August auf Mallorca nicht verbringe oder versuche es zu vermeiden, weil ich verstehe nicht, wie man Urlaub machen kann, wenn du jeden Tag 38 Grad hast. Da fehlt einem doch jegliche Freude. Alles so für zwischen 25 und 30 Grad ist ja noch in Ordnung, aber danach wird das auch unmenschlich. Die Spanier nennen das Ganze diese Zeit, wo man nicht in die Sonne gehen sollte, Siesta. Die setzen sich dann in Schatten, trinkenden Wasser oder schlafen tatsächlich, genauso wie die Haustiere das machen. Die werden so faul bei der Hitze, dass sie sich auch in den Schatten legen oder einfach schlafen. Und genau das würde ich auch tun. Also meine Tochter, die Aufzeichnung heute Nachmittag, schläft jetzt gerade. Das ist auch sehr vernünftig bei 33 Grad und hier in den Räumlichkeiten ist es 20 Grad. Das ist dann noch akzeptabel. Also ich gehe nicht vor 19, 20 Uhr auf die Straße, wenn sich's nicht vermeiden lässt. Und das wäre mein Tipp. Aber ich meine, es geht ja keiner in den Urlaub oder fliegt dahin, um immer bis zum Einbruch der Dunkelheit zu warten, um den Raum zu verlassen. Ne? Also ich würde möglichst viel trinken und versuchen, die Sonne in den Knallzeiten zwischen 11 und 18 Uhr eigentlich zu vermeiden. Aber nur um das kurz zu klären, du meinst schon Wasser, ne? Wasser, also Wasser trinken. Wozu ich auch raten würde, ist kein Alkohol zu trinken natürlich. Also du sitzt da ganz gemütlich, trinkst du mittags dein Weinchen oder deine Sangria und denkst dir auch, ist der Urlaub, trinkst du noch zwei und dann stehst du auf und gehst aus dem Schatten wieder in die Sonne. Und das ist eine ziemlich harte Geschichte. Also damit kommt der Körper kaum noch klar. Und wenn man dann noch auf eine idiotische Idee kommt, wie, oh, ich erfrische mich jetzt im Wasser, dann kann das auch schnell zum Tod durch Ertrinken führen. Und solche Geschichten hatten wir auch schon das ein oder andere Mal am Ballermann, wo die Leute sich alkoholisiert vollkommen überschätzt haben und dann in den Fluten ertrunken sind. Aber ich wollte jetzt gerade gar nicht schon wieder auf das Ertrinken-Thema kommen, sondern auf die Hitze. Also Alkohol wirklich nur in Maßen, weil es ist so brutal und Alkohol macht mit deinem Körper in dieser Hitze natürlich viel schlimmere Dinge, als wenn du da in einer gemütlichen, kühlen Kneipe sitzt. Also Leute, passt gut auf euch da draußen auf. Wir müssen jetzt noch ganz kurz, bevor wir Onkel Jürgen ehren, über den Platz 1 der deutschen Charts sprechen. Da thront dieser Partyhit. Laila von DJ Robin und Schürze sorgt für eine heftige Sexismusdebatte. In Würzburg wurde der Song ja sogar auf einem Volksfest verboten. Also ich muss sagen, Ingo, ich finde das persönlich komplett übertrieben, aber du bist der Ballermann-Experte. Wie siehst du das? Was sagst du dazu? 10 nackte Friseusen, dicke Titten, Kartoffelsalat, Party, Palmen, Weiber und ein Bier, Beate, die Harte. So, das sind jetzt mal so ein paar ganz spontan gewählte Ballermann-Songs. Der Ballermann-Song oder Ballermann-Hits zeichnen sich eigentlich durch eine gewisse Frivolität aus, die in der Regel aber selbst Frauen bei 1,5 Promille egal ist.
hier geht's um eine Puffmutter, die heißt Laila und die ist geiler. So, und mehr hat das ja auch irgendwie nicht zu bieten. Das Lied, also ich meine erstmal großer Respekt, dass das Nummer 1 geworden ist in Deutschland. Das gab's noch nie in der gesamten Zeit der Charts nicht für einen Ballermann-Song. Also da sind natürlich alle hier ganz mächtig stolz drauf, bis auf die Neider, die ja auch durchaus hier in großer Zahl anwesend sind. Ja, ich würde mal sagen, was die aktuelle MeToo-Debatte angeht, könnte dieser Song durchaus auf den Prüfstand kommen. Aber es ist ja auch irgendwie ein Zeichen, dass so ein Song die Nummer 1 wird. Die Leute wollen wieder raus, die wollen feiern, die wollen Party machen, ohne nachzudenken. Und das ist so ein Song, da reimt sich einfach Laila auf Geiler und damit ist der Hit hier auch schon fertig. Ich weiß nicht, also dieses Volksfest, was den Song verbietet, ja, das macht den Song ja nur noch populärer. Also ist das durchaus im Sinne der Künstler, was da passiert. Aber ich finde so eine Debatte wie, ist das sexistisch oder nicht, finde ich durchaus okay bei so einem Song, weil es geht ja, wie gesagt, um eine Puffmutter. Nee, ich bin da wirklich komplett bei dir, Ingo. Ich bin da auch für Debatten immer offen, aber sowas zu verbieten, ich weiß auch nicht, es ist halt immerhin auch noch Musik, ne? Ein Podcast, wo beide die gleiche Meinung haben. Scheiße. Boah, krass. Ingo, ich würde sagen, wir stehen jetzt mal auf und verneigen uns vor Jürgen Drews. Bühne frei für Malle History und Interview der Woche. Das Reich trauert. Nach 23 Jahren der Regentschaft hat der König von Mallorca die Krone abgelegt. Doch es bleiben seine Spuren im Sand der Playa de Palma. Spuren, die er gar nicht hinterlassen wollte. Eigentlich wollte Jürgen Drews ganz woanders hin. Stattdessen wurde er Malle-Monarch. Im Interview der Woche erinnert sich der König von Mallorca an seine große Zeit am Ballermann. Wie wichtig war Mallorca für meine Karriere? Viele Leute, die mich von der Bühne her kennen, vor allen Dingen auch Leute, die auch selbst produzieren, und Veranstaltungen machen und mich auch kennen jetzt mit Band, zwei Tänzerinnen noch dabei, die auch singen, ganzen Bläsersatz dabei und so weiter und so fort, machen zwei und eine Viertelstunde, die sagen, das hättest du viel früher schon machen können. Du hättest das ganze Mallorca mal lassen sollen. Du wärst so groß geworden in Deutschland, allein mit deiner Band, mit deinem Programm, mit der Band auf der Bühne. Das glaube ich aber nicht, denn du kannst einen Titel richtig gut lancieren, hier auf Mallorca. Du darfst es bloß nicht jeden Tag machen. Ich stehe hier nicht jeden Tag auf der Bühne. Einmal in der Woche oder manchmal im Monat zweimal in der Woche. Und das genügt doch völlig. Und die Leute nehmen ja Urlaubserlebnisse musikalischer Art auch mit nach Hause. Das ist die beste Promotion, die du machen kannst. Das kann ich nur jedem empfehlen. Ich mache Musik seit fast 50 Jahren und habe mit einer Jazzband angefangen, Banjo spielen. Was ich auch mache, wenn ich mit der Band unterwegs bin, da spiele ich noch mein Banjo-Solo von damals. Damit wurde ich bester Banjo-Spieler in Schleswig-Holstein. Das war geil. Das ist ein ziemlich kompliziertes Ding. Und da hatte ich schon Material. Ice Cream, News Cream, Everybody Wants Ice Cream von Chris Barber Song. Und dann hatte ich von meiner LP einige Sachen. Dann hatte ich von Les Humphreys Singers Songs. Also ich habe schon eine Dreiviertelstunde mindestens fertig gehabt. Also vollgepackt mit Songs, die auch gut waren. Wie es der Zufall so wollte, das ist wirklich ein Zufall, dass Michael Kunze, einer der akkreditiertesten Texter damals, auch im Schlagerbereich, einen Text schrieb, der Bett im Kornfeld hieß, man mir den zuschickte, ohne mir die Melodie dazu gleich zuzuschicken. Wie es der Zufall so wollte, habe ich das dann doch gesungen, weil man mich überredet hat, ich wollte eigentlich nie Deutsch singen. Und Kornfeld ging halt durch die Decke damals. Das war mein erster Song. Und ich mochte das überhaupt nicht, dass ich mal Deutsch sang. Das wurde auch mal so, auf einmal auch noch so bekannt. Das war mir gar nicht so angenehm. Das war 1976. Ich hatte damals mir ein süßes Eckhaus gekauft auf Ibiza. Mit einem eigenen Turm und Studio unten drin und. Und kriegte einen Anruf von meinem Büro in Deutschland. Man würde mich gerne buchen nach Mallorca. Sag ich, nicht, auf die Putzfraueninsel. Vorurteile. Ich neige auch zu Vorurteilen. Deswegen darf ich nicht mich aufregen, wenn Leute Vorurteile auch gegen mich haben. Ich selbst neige auch dazu.
Dann sagst du, auf die Putzfraueninsel fahre ich nicht. Das wies ihn mich damals. Mallorca, sagten die immer, hatten das Hütchen auf. Mallorca, viele Frauen, so Kegelclubs und sowas. Und die hieß einfach im Jargon die Putzfraueninsel. Das war dieses Arenal, wo wir uns gerade befinden, wo hier die Grille wie bekloppt zirpt gerade, obwohl wir hier nachts an einem Ort sind, wo ich schon wer weiß wie oft aufgetreten bin. Das hier, hier ist die Mega Arena und oben, wie auch immer, wir sind hier unten im Sitzteil, zwei Ebenen. Wie auch immer, bin gebucht worden nach Mallorca, nach Arenal, bin abgeholt worden, hatte meine Gitarre mit und sogar meinen Verstärker mit, habe ich extra mitgebracht. Und baue den auf einer Tanzfläche, die auch mit Metall versehen war. Und kriegte erstmal beim Soundcheck so einen gewischt, dass ich dachte, ich hau sofort ab. Ich dachte, ich kipp um. Wie auch immer, Auftritt, Deckenhöhe. Wie ist der Laden überhaupt? Ich komme gleich Stahl. Da. Was? Stahl? Nee, Rutschbahn. Deckenhöhe, viel zu niedrig. Klimaanlage stank wie die Pest. Und ich fand es so entsetzlich. Da hat man mich danach dann durch dieses alte Arenal, was ja heute ganz apart ist, dann zurückgefahren zum Flughafen. Ich bin wieder nach Ibiza geflogen. Ich habe gesagt, never again. Aber sie wollten mich unbedingt haben. Denn dann kam auf einmal später das Oberbayern. Ganz kleiner Laden, Deckenhöhe, die eigentlich gar keine ist. Ich bin auf die Monitoren gestiegen. Monitoren sind so die auf der Bühne stehenden Lautsprecher. Und habe mich immer so an der Decke festgehalten. So habe ich meinen Auftritt da gemacht, weil die mir mehr Gage geboten haben, als ich in Deutschland es gekriegt habe. Ich dachte, naja, pecunia non olet, wie der Lateiner so sagt. Geld stinkt nicht. Mach das mal. Habe denen aber gesagt, weil ich sagte, ja, wir würden dich gerne jede Woche haben. Ich habe gesagt, nee, das geht nicht. Und dann haben sie gesagt, doch, du kriegst noch mehr Gage. Ich sage, okay, das geht doch, aber ihr dürft keine Außenwerbung machen. Dann haben sie gesagt, bitte was? Ich sage, keine Außenwerbung. Haben die auch sich dran gehalten. Ich hatte nur Innenwerbung und habe das dann so durchgezogen. Und daraus entwickelte sich dann diese Präsenz auf der Insel in Arenal. Also ich muss eines sagen, ich bin im Hotel irgendwo außerhalb von Arenal immer untergekommen. Damals hatte ich noch kein Haus hier. Ich bin nur hier hingefahren, bin aufgetreten, bin weggefahren. Aber ich habe mal für irgendeine Pressegeschichte, war ich auch mal nachmittags dann mal kurz da und habe mir nur gedacht, was ist das hier, eine wunderschöne Bucht. Und ich höre nur von da Musik und dann immer nur diese Partyzeug. Und ich finde Party lustig, aber nicht nur, weiß Gott nicht, ist eine kleine Ecke von dem, was ich musikalisch mag. Und das fand ich schon grässlich, muss ich sagen, zum Teil. Weil die Leute saßen da mit ihrem Strohhalm und dem Sangria, was sie da tranken. Ich trinke ja keinen Alkohol. Oder so verschwinden wenig, dass schon wieder gar keine ist. Bier mag ich überhaupt nicht. Und das war alles überhaupt nicht mein Ding. Ich bin da so reingeraten, macht mir auch Spaß, wenn ich auf der Bühne bin und wenn ich die Leute auch schickert, oder wie nennt man das, ein bisschen angesäuselt, da vor mir stehen sie und feiern sie, macht mir das wirklich Spaß. Aber ansonsten will ich damit nichts zu tun haben. Ich bin auch kein geselliger Typ, privat. Das heißt, ich bin, fahr hin, dreht auf, bin weg. Also Mallorca im Oberbayern, das ist ein Laden, der ist jetzt schon so aufgemacht, dass man das Gefühl hat, da kann man auch mal notfalls urinieren in die Ecke. Entschuldigung, ich möchte dem Laden nicht zu nahe treten. Aber so sieht es dann zum Teil aus, weil es auch sehr dunkel gehalten ist und. Da fühlen die Leute sich unbeobachtet. Und dann ist es auch so, dass ich relativ spät immer aufgetreten bin. Die Leute fühlen sich dort unbeobachtet. Und da es auch immer zu vorgerückter Stunde stattfand, so um Mitternacht und, dass ich da auftrat, haben die auf Kleidung gepfiffen. Die sind so ins Oberbayern gekommen, wie sie am Strand waren zum Teil. So viel, ich kann nur eines sagen, im Oberbayern, so viel blanke Busen auf der Bühne habe ich nie wieder erlebt, wie da. Da flogen die wirklich die G-Strings und die BHs um die Ohren. Ich
Ramon hat irgendwann mal in irgendeiner Tasche, von der ich gar nicht mehr wusste, dass ich sie besitze, ich glaube mindestens so 30 G-Strings gefunden. Ist völlig ausgerastet. Was machst du? Ich sage, ich habe die mal irgendwo so, ich weiß auch nicht, warum ich die gesammelt habe, weil ich bescheuert war. Also das ging da schon richtig heiß her. War auch lustig. Es war lustig, aber es ist natürlich kein Image, wenn du so willst. Das war richtig Party. Ohne Ende Party. Es war zwar die Anlage nicht gerade vom Feinsten, die wir hatten im Oberbayern, die ich davor fand. Aber ich habe mit dem Miguel damals geredet und habe eine Anlage also ich habe mich beraten lassen, habe gesagt, hier muss die Anlage rein. So und so und so. Das hat er gemacht. Die steht heute noch da, habe ich mir sagen lassen. Das habe ich gemacht. Ich bin immer von über Mittelsmänner vom Megapark gefragt worden, ob ich nicht rüberkomme. Und ich hatte eigentlich es nicht vor, einfach so abrupt zu gehen. Aber irgendwann hatte ich das Gefühl, dass sie mich da drüben gar nicht mehr wollten. Habe ich mir vielleicht eingebildet. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, ich gehe. Dann allerdings hat man mir einen lebenslangen Vertrag angeboten drüben vom Bierkönig und so weiter und so fort. Da habe ich gesagt, jetzt habe ich da schon unterschrieben, Megapark. Und das habe ich allerdings auch nie bereut, dass ich hier gelandet bin, weil es ist ein anderes Ambiente. Ich mache ja hier, ich bin der Einzige, glaube ich, der die ganze Saison durchmacht. Ich bin bei der Eröffnung da, ich bin einmal in der Woche da, auch mal, sollte ich vielleicht mal ganz klar sagen, einmal in der Woche und dann einmal im Monat, zweimal in der Woche. Ansonsten bin ich in Deutschland und habe da unheimlich viele Auftritte. Das ist nicht die Hauptsache, aber es hat einen unheimlichen Verbreitungswert. Denn wenn du hier einen Titel lancierst, der partyresk ist oder auch schlagermäßig partyresk ist, dann tragen die den, weil es ein Urlaubserlebnis ist, mit nach Deutschland rein. Das ist das beste Podium, wo du einen Titel wirklich promoten kannst. Und das mache ich hier. Ich sage hier gar nicht, ich singe einfach einen neuen Titel. Und der kommt durch, wenn er einigermaßen kommerziell ist. Ja, an den Ballermann 6 Film erinnere ich mich deswegen, weil es halt sehr abartig war, was da passierte. Und ich fand den Tom Gerhardt wirklich zum Schießen. Ein Hammer, der Typ. Und ich habe nur eigentlich eine Szene gehabt, die wirklich auffiel. Ich bin mit irgendeinem abartigsten, wie nennt man die Dinger, die Motorscooter auf dem Wasser. Jetski. Mit Jetski. Ich bin mit einem ganz abartigen Jetski, übers Mittelmeer, dann bis ich auf dem Rhein landete. Und am Rhein anlandete mit langem Bart, weil ich ja so lange unterwegs war. Das war eigentlich die einzige Szene, die auch bei den meisten Leuten richtig hängen geblieben ist, weil er so abartig bescheuert war, wie ja der ganze Film. Der Film war fantastisch, muss ich wirklich sagen. Und der kam so gut an, da war ja das Feiern richtig en vogue bei Jugendlichen, dass die den Film, soweit ich weiß, absetzen mussten, weil die Jugendlichen die Kinos demoliert haben. Das war mehr als Kult. Das ging richtig ab. Mehr als Kult, das wird Jürgen Drews auch definitiv immer bleiben. In dem Sinne, danke Jürgen. Das war's mit dem 17. Bundesland für diese Woche. Fragen, Kritik oder Tipps meldet ihr uns ganz easy an podcast@bild.de. Wir freuen uns auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert oder ein Like da lasst. Und wir hören uns nächste Woche wieder.